Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Den, den wir kennen, dasjenige, was wir schon gehört haben, das gehört zum allzu Bekannten. Das, was wir schon irgendwie eingeordnet und beurteilt haben. In diesem Fall gibt es keinen Reiz des Außergewöhnlichen mehr. Kein elektrisierendes Gefühl, das einen in Bann schlägt. Es besteht die Gefahr, dass wir urteilen, bevor wir uns mit einem Menschen oder einer Sache ernsthaft beschäftigt haben. Und dies gereicht uns oft sehr zum Schaden. Dieses Phänomen gilt auch für den Bereich des Religiösen. Warum bekennen sich 97% der Bevölkerung von Papua-Neuguinea stolz zu ihrem Glauben an Christus, während es bei uns nur magere 70% sind? Vor 2 oder 3 Generationen gab es in Papua-Neuguinea noch Kannibalen und Menschenfresser, die an Geister glaubten. Die Missionare waren diejenigen, die ihnen die Schweine mitgebracht haben, um ihnen zu zeigen, dass es auch Tierisches gibt, was gut schmeckt. Als Christen sind sie nun Erlöste, Befreite und Freunde Gottes geworden. Nach 1800 Jahren Christentum hier bei uns ist unsere Begeisterung leider schon etwas schal geworden. Wir vertrauen uns eher dem Mainstream an in der Annahme, dass er uns mehr über den Menschen zu sagen hat. Dabei ist dieser genauso in Gefahr, unmenschlich zu werden, wenn er etwa Abtreibung und Euthanasie alter und kranker Menschen befürwortet. Jesus von Nazareth, kennen wir ihn? Den Gott, den du begriffen hast, ist nicht Gott, sagt schon Augustinus. Gott ist das je größere Geheimnis. Sicher, mitten der Fragen, die uns auf dem Herzen brennen, wissen wir, dass Gott Liebe ist, dass er in seinem Sohn Mensch geworden ist, um uns durch seinen Tod und seine Auferstehung von dem Tod der Sünde zu erlösen. Dennoch bleibt Gott der große Unbekannte, der uns auch Leiden zumuten kann, wie wir es jetzt erleben. Da die Welt vor der Covid-Epidemie in die Knie geht. Gott bleibt aber letztlich doch der große Pädagoge, der Vater, der uns herausfordert. Seine Prüfungen sollen uns nicht vernichten, sondern innerlich läutern und reinigen, damit wir neue Menschen nach dem Bild Christi werden können. Papst Franziskus gibt uns die Worte mit. In Prüfungen offenbarst du dein eigenes Herz. Wie stabil es ist, wie barmherzig, wie groß oder klein. Normale Zeiten bedeuten, du überstehst alles unbeschadet, ohne jeweils zeigen zu müssen, wer du wirklich bist. Wenn du aber in der Krise bist, ist es genau das Gegenteil. Du musst wählen und in der Wahl zeigt sich dein Herz. In den Zeiten, wo wir in unserer Gemeinschaft in Heiligen Kreuz bis zu 20 Corona-Kranke hatten, haben wir Wunder an Solidarität und Hilfsbereitschaft erlebt. Viele Talente wurden neu entdeckt. Als wir die Küche selber machen mussten, war die Qualität des Essens sogar besser. Nicht schlechter. Pater Johannes Paul kann es bezeugen. Es war für mich ein kleines Wunder. Jeder konnte trotz Krankheit ein wenig mehr zur Ruhe kommen und das Wesentliche in Blick nehmen. Dazu gehört natürlich auch die eigene Bekehrung. Wir alle brauchen ein Stück innerer Heilung. Schließlich sind, Gott sei Dank, alle wieder gesund geworden. Die Begebenheit der Heilung des Syrers Naaman auf die Jesus anspielt und die seine Landsleute in Nazareth so sehr in Rage bringt, gehört zu meinen biblischen Lieblingsgeschichten. Naaman, der nicht aufgeben will,
obwohl er mit dieser ansteckenden Krankheit Lepra infiziert ist. Schrecklich ist, nicht? Da können ganze Gliedmaßen abfallen. Naaman glaubt, dass es noch eine Chance auf Heilung geben muss. Selbst wenn dies bedeutet, dass er zu seinen Feinden, den Israeliten, reisen muss, weil es nur dort Propheten des lebendigen Gottes zu finden gibt. Er räumt schließlich all seine Skepsis und seine Vorsicht beiseite, wie er hört, dass es dort einen guten Gott gibt, der Wunder tut. Elisha behandelt ihn tatsächlich etwas distanziert und fast abweisend, denn er kommt ihn noch nicht einmal begrüßen. Naaman nimmt all diese Demütigungen in Kauf. Schließlich besteht er sogar die Prüfung, dass er das umsetzt, was anscheinend so einfach und simpel ist. Nämlich 7-mal im Jordan unterzutauchen. Das ist es, was ihm aber das Wunder der Heilung schenkt. Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Erde einen Gott gibt, außer in Israel. Und ich frage weiter, was würden wir sozusagen, wenn wir wie Naaman fragen würden, hören, oder wenn wir da die Geschichte befragen, wie wir mit dieser Corona-Krise umgehen sollen. Mir ist da ins Herz gefallen, es gibt ein polnisches Lourdes, das hier vollkommen unbekannt ist, obwohl dort eine riesengroße Kirche, die so groß ist wie der Kölner Dom, also mit 135 Metern Länge, erst im Jahr 2008 neu eingeweiht worden ist, nämlich in Lichen Stary, in der Nähe von Warschau. Und dort gibt es auch eine Geschichte, die mit einer Epidemie zusammenhängt. Nicht mit Corona, aber mit der Cholera. Nämlich im Jahr 1850 hat ein Hirte, also wie bei all diesen Erscheinungen, ein Hirte namens Mikolai Skatka, hoffentlich ist es richtig, Mikolai Skatka, gesagt, dass ihm die Mutter Gottes erschienen wäre, um eben ihn, durch ihn zu warnen, dass eine große Epidemie auf Polen und auf ganz Europa zukommen würde. Man hat ihn damals nicht nur für verrückt erklärt, sondern sogar eingesperrt und eben offiziell für geisteskrank erklärt. Aber als 2 Jahre später tatsächlich eine riesengroße Cholera-Epidemie ausbrach, hat man ihn aus dem Gefängnis herausgeholt, und als es dann tatsächlich so viele Heilungen gab, diese Marienerscheinung als echt und authentisch anerkannt. Und da sagt er 3 Dinge, die in einer solchen Epidemie helfen. Das sind ganz einfache Dinge. Das ist so ähnlich einfach wie bei Naaman. Aber sie sind sicher gute praktische Tipps, die auch unserer Kirche heutzutage helfen würden, wieder neu zu Gott zu finden und uns zu ihm zu bekehren. Das erste ist das Beten für andere, nämlich insbesondere im Rosenkranz. Das zweite ist die Betrachtung des Leidens Christi. Nicht? Das tröstet uns immer, also insbesondere wenn wir den Kreuzweg beten. Das dritte, und das ist das, worauf Mikolai Skatka besonders hinweist, ist das Feiern von Messen. Und er sagt, ja, das Feiern von Messen, eben Messen der Versöhnung. Wenn da der Priester den Leib und das Blut Christi hochhält und dort eben um die Bekehrung der Sünder betet, nicht, dann wird das geschehen. Dann geschieht echte Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Und dann wird Heil sein, nicht? Und diese Epidemie wird ein Ende finden. Ich meine, diese Idee wäre doch auch umsetzenswert, dass wir ganz erneut und bewusst Messen feiern, damit eben eine Versöhnung zwischen Gott und der Menschheit stattfindet und dass diese schreckliche Epidemie einmal ein finales Ende findet. Amen.